stehe ich vor einer total leckeren Tafel mit lauter köstlichen Sachen. Ich habe schon total Appetit auf einen Hamburger. Und das Besondere an diesem Hamburger ist, er wird kein Tier enthalten. Das sind vegane Sachen hier alles, die wir halt zubereitet haben. Und ihr könnt nachher im Video sehen, wie das geht. Und es ist total lecker, ich verspreche es euch einfach. Pilze fein gehackt, Thymian. Mhm. Das machst du, das wird da abgestrüppelt. Das ist da abgestrüppelt. Oh, das riecht auch schon. Lecker. Was kommt da noch dazu? Dann kommt hier Kidneybohnensig, Datteln, Knofi und kleiner Bund Petersilie. Jetzt ist schon sehr oft angerüstet. Schade, dass man das auf dem Video nicht sieht. Ja, es riecht mega. Und da sind auch Zwiebeln drin, oder? Nein, nur die Champignons. Ganz fein gehackte Champignons. Die sind so fein, dass die so hell sind. Okay, ganz mini klein geschnittene Champignons. Genau, für die Burger-Kette. Ohne die Stiele, weil das wäre holzig, habe ich gerade noch gehört. Bohnen, Datteln, Knoblauch, Tahini und Sojasauce. Das hast du jetzt alles zusammen in den Topf und jetzt wird es Dramatik. Genau. Okay. Und es muss eine homogene Masse geben. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau. So sieht eine einigermaßen glatte Masse aus. Erzählt mal, jetzt wird gewürzt, weil jetzt sind hier, was habt ihr alles da zusammen? Das, die geröstete die Pilze, die Bohnenmasse, Reis, ein bisschen Seitanpulver. Auch Flüssigkeit dann? Nö. Das ist jetzt auch so ein zusammenhängendes Ding. Und jetzt wird noch gewürzt quasi. Und Peterling ist nur drin. Okay. Bisschen Thymian. Stimmt, Peterling ohne Stiel, das war das. Genau. Und der Thymian, der war schon ganz langsam. Also ist schon sehr würzige Geschichte. Der war schon mit den Champions. Ja. Ah, mit den Anbraten, okay. Mhm. Sehr schön. So. Und was passiert jetzt? Jetzt wird abgeschmeckt. Das Beste. Letzte Recht von der Sesampaste. Auf Sesampaste. Hat wieder das Geschmäckle. Ja. Von daher gucke ich eigentlich. Gestrichen mit ganz normalem Olivenöl. Das ist Bratöl. Ja. Okay. Das kommt ja dann im Backofen. Okay, aber das sitzt nur mit der Seite, die oben liegt, kommt das Öl halt drauf und dann im Backofen. Genau. Für wie lange? 20 Minuten. Okay. Und weswegen backen, damit sie nicht auseinanderbröseln, gell? Genau, bei 180 Grad. Und wer will, kann es danach noch anbrutzeln in der Pfanne. Ja, dann gibt es nochmal so ein Crunch. Möhre. Ja. Was haben wir noch? Zwiebeln. Wie klein muss man die Zwiebeln, was ist das hier? Die Pilzschneide. Dann brauchen wir noch Tomatenmark. Hefeflocken, was noch? Ja, muss man nur von Video okay, Haferflocken. Leinmehl. Okay, Leinmehl. Ja, so. Das und da ist noch Sojasauce. Ja, und noch Toastbrot. Toastbrot, okay. Gut. Was ist das hier? Gemüsebrühe. Ja, okay. Frühstück, Möhre und was ist das noch? Zwiebeln. Und Knoblauch. Ja. Gut angeröstet quasi, weil Rösterung wegen Geschmack. Genau. Wie lange? Wie geht's weiter? Das Toastbrot und die Flockenrösterung. Okay. Ist das, abgekocht. Das kommt aber alles auch damit rein, richtig? Ja. Das röstet sich jetzt, also man braucht ein bisschen Geduld, das ist ein bisschen meditative Arbeit hier gerade. Das kriegt jetzt so eine Bräune. Okay. Und das heißt, es ist geröstet. Okay, das heißt, es muss schon so eine richtig gute Bräune kriegen. Eine Röstbräune, also unten sieht man schon ein bisschen, gell, am Boden. Deswegen muss man auch immer dabei bleiben. Ja, und ein bisschen umrühren. Und da sind jetzt alle Sachen schon drin. Also, Gemüse und Getreidebrot Brot kriegt ein bisschen Vorsprung und dann kommt erst Tomatenmark dazu. Weil, also man röstet es so zweimal. Der Vorsprung ist erreicht. Ja, weil wenn man gleich Tomatenmark dazu geben würde, dann würde das zu schnell zu stark werden. Ja. Aha. Und deswegen machen wir das dann noch zweimal. Und du drückst es jetzt so, dass das Tomatenmark auf den Pfannenboden kommt. Aha. Und du kannst auch die Hitze gleich ein bisschen runternehmen. Ja. Das soll sich aber schon miteinander mischen. Ja, kannst ruhig kräftig da. Einfach so alles. Das macht auch nichts, wenn es ein bisschen dunkel wird. Quetsche so am Boden, dass sie alles so ein bisschen Hitze kriegt und braun wird. Ja. Und wenn es kurz
bevor es zu dunkel wird, dann kommt Sarah und gibt Flüssigkeit rein. Okay. Dann mache ich das auf diese Art und Weise. Also Cookies mache ich nicht mit Semmelbrösel, das ist jetzt die Bratling-Version. Ja. Ich tue den gesamten Kloß auf Brett. Und drück den so auf die Dicke, wie ich es nachher haben will. Also Cookies forme ich dann nachher noch, drücke ich später noch platt. Aber jetzt für die Cevapcici, die werden jetzt so vielleicht so dick. Genial. Deswegen bin ich da. Ja, eben. Genau, dann werden die einzeln halt so in den Brösel noch gerollt, die da noch liegen. Und zum Schluss ist das Brett sauber und da liegen dann 20 oder 15 schöne Cevapcici. Cevapcici werden jetzt bei mittlerer Hitze angebracht. Schön knusprig braun. Muss man die auch immer wieder wenden? Ja, auf jeden Fall. Und immer noch mal ein bisschen Öl nach auch? Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Muss schon immer wieder Öl nach. Aber jetzt gerade steht hier unten ja noch ein bisschen. Genau so, wie das gerade aussieht, ist es perfekt. Ah. Und wenn man die sich nun herrutscht, dann kriegt man quasi auch wirklich alle Seiten. Ja, manchmal muss man mit dem Finger nachhelfen. Voller Körpereinsatz. Auf jeden Fall. Ja, ist egal. Und da kommen jetzt die Bohnen dazu. Und zwar, glaube ich, mit der Flüssigkeit, weil man soll ja auch Flüssigkeit dazu tun, also von daher kann man die Flüssigkeit dazu nehmen, oder? Ja, 70, 80 Milliliter Flüssigkeit von den Bohnen. Von den Bohnen das heißt, dass da noch viermal das hier rein muss. So, jetzt gemixt das Ganze hier mit den Bündchen, damit das Masse wird, ne? So langsam aber sicher. Ja. Also die Farbe zum Dönerfleisch ist doch schon zu verwechseln, ey. Die Gemüsebrühe als schon aufgekocht, heiß oder nicht? Nee. Geht so. Ich habe jetzt hier einfach mal noch ein bisschen das ausgeschwingt. Und da ist schon Gemüsebrühe jetzt auch neu. Das nehmen wir einfach noch dazu. Die löst sich sehr gut auf. Und gehört da auch schon das Öl mit rein oder gehört das Öl zum Reinbraten? Nee, ein bisschen Öl kommt rein. Also ein bisschen Öl in die Masse, also das Wasser und das Seitan jetzt noch. Ja. Abschmecken sich quasi jetzt, bevor man den Seitan reintut. Und es muss jetzt salzig sein. Schmeckt aber schon sehr lecker. Aber sollte quasi tendenziell deswegen salzig sein, weil der Seitan dann quasi wieder davon schlüpft. Neutral. Ja, ja. Naja, also so wie wenn ich Kartoffeln wieder irgendwo reinhaue. Oder drin. Ja, ja auch. Genau, deswegen. Okay. Also da kann noch mehr, eigentlich noch mehr Gewürze dran. Aber wir können es auch lassen, weil man wird es in der Pfanne beim Braten sowieso. Also an dem Punkt jetzt hier quasi schon mal gern Gewürze rein und wenn es nachher dann doch zu fade wäre, kann man dann nochmal würzen. Genau, weil dieser Dönerkloß wird ja eben so noch zerschnitten in diese Scheibe. Dieses Körb, ja. Und beim Braten tut kommt man noch Gyros, Gewürz und Salz. Mhm. Okay. Okay. Gut, dann kommt jetzt der Seitan. Jetzt kommt der Seitan komplett. Die ganzen 250 Gramm drin, ja. Das ist ein Mixer von mir. Tatsächlich, wenn der Seitan drin ist, nehme ich so furchtbar viel Rühre, damit es nicht so kleinteilig wird. Ah, okay, ja. Weil der Hand oder halt sonst alternativ Knethaken. Und das Ding ist, dass man es quasi möglichst zu einem kompakten Ding kriegt. Also wie beim Brotbacken eigentlich, oder? Soll so ein Leib werden am Ende. Immer ganz gut von der Flüssigkeit, würde ich sagen. Okay, also es ist vergleichbar auch, wenn man es so ins Gefühl kriegt, wie wenn man halt eben so ein Brot herstellt auch, oder? Das sollte dann nachher quasi so ein zusammenhängendes, aber feuchtes Ding sein. Wenn man es jetzt nachmacht und man hätte jetzt zu viel Flüssigkeit reingekippt, dann müsste man quasi nochmal... Man kippt einfach eine Flüssigkeit. Okay, also man ist ganz sachte mit der Flüssigkeit. Gut. Dann muss man noch mehr Seitan nehmen. Mehr Seitan, okay. Aber dann schmeckt es halt irgendwann auch nicht mehr vielleicht, ne? Also ihr wisst ja, wie das ist, wenn man von irgendwas zu viel hat, dann geht es geht nicht mehr auf. Findest du das jetzt gut so oder findest du ihn zu trocken? Nee, der ist gut. Fühlt sich an wie ein Brotteig. Ja.
Dann ist schon gut. Und gerade diese Fasern, das ist praktisch das Spezielle, das der Seitan macht. Der macht das ist voll schön, ja. Ja. Und dieser Kloß wird jetzt eingewickelt in Backpapier und gedämpft, eine Stunde lang. Dämpfen heißt, entweder man hat so einen Dämpftopf, und wenn man das nicht hat, könnte man das nachstellen, indem man einen Topf hat mit Wasserbad unten drin und so ein Sieb oben drauf. Ja, wobei in der Stunde verdampft ja relativ viel Wasser, das heißt, man muss aufpassen, dass man da Wasser nachfüllt, weil der Füllstand ist ja dann niedriger bei so einem Einsatz. Oder man hängt es tatsächlich in ein Geschirrtuch, wie so ein Servietteknödel. Also übers Wasserbad drüber. Ja, okay. Nagel, Backtrennpapier, eingewickelt. Warum Backtrennpapier? Also in vielen Rezepten, wo es um vegane Wurst geht, wird Alufolie verwendet. Kann man machen. Ich habe auch schon Butterbrotpapier probiert und das mit Öl eingestrichen. Also wenn Seitan drin ist, dann löst sich es normalerweise vom Papier wieder ab. Weil wenn es kleben bleibt, habe ich auch schon gehabt, das ist ja nicht ganz wichtig. Dann ist er kaputt. Nee, das ist halt, da klebt den halt dran. Also ich packe das so ein. Welche das so? Also wenn man so ein bisschen Bonbon macht, ja, okay. Und das kommt jetzt hier oben in den Topf. Reicht das Wasser unten? Mehr. Mehr. Okay, dann muss das da rein. Also hier haben wir Sieb und unten haben wir ordentlich viel Material. Genau. Und dann Deckel drauf und dann wird es über dem Wasserdampf gegart. Eine Stunde. Der Füllstand für das Wasserbad, dann muss man nicht mehr gucken, kann es eine Stunde lang einfach kochen lassen, dampfen lassen. Man könnte das Wasser jetzt unten auch nutzen und Hülsenfrüchte, Reis oder eine Suppe zubereiten, dann hat man die Energie gleich noch genutzt. Also, eine Stunde ist rum. Ja, die Stunde ist rum und was die Stunde haben wir der da? Wahrheit kommt. Und was haben wir da? Mega leckeren Döner. Schnippelt man das dann so runter? Genau, jetzt haben wir hier von diesem Dönerbolle so Scheibe runtergeschnitten mit dem. Das, was sonst immer der Gerät macht? Ja, genau. Und jetzt lege ich die in wenn man hat, taugt hier eine beschichtete Pfanne. Und ist schön heiß ins Öl quasi, nein? Ja, und auch relativ viel Öl. Also, wenn man bedenkt, dass normal im Fleisch ja auch Fett drin ist und in der Masse ist so gut wie gar keins, dann kann man halt beim Braten. So ordentlich Gas geben. Ja. Das soll halt nicht ansetzen, sondern es soll jetzt etwas schön braun werden und wird nochmal nachgewürzt. Okay. Und zwar mit Gyros-Gewürz schmeckt da gut und nochmal Salz und Pfeffer. Okay, das darf jetzt so lange in der Pfanne bleiben, bis es aussieht wie das Original quasi. Ja, genau. Es darf auch schwarze Ränder kriegen und so. Ist ja manchmal auch so ein bisschen, oder? Also hier, das kommt schon in die Richtung, das ist so. Ja. Für die Soße müssen wir jetzt, also in der Hafe kommt da rein, alle Zutaten. Und die Soße, die saure, die vorher geschnitten, damit sie stückig bleibt. Und dann müssen wir noch einmal durchpürieren und fertig ist der Geschmack. Ah, eine geile Farbe hat sie. Das war's schon, oder? Perfekt, die Burgersoße, voilà. Mega leckeren Civet-Reis und da müssen wir erstmal die Zwiebeln und die Paprika anbrutzeln. Die hat man grob geschnippelt und jetzt werden die wirklich... Grob nichts da, das sind feinste Würfelchen. Ja, bitte. Gleichmäßig schöne Würfel und dann werden jetzt gebrutzelt, das heißt, die brauchen Farbe. Genau, die sind scharf angebraten werden mit ein bisschen Öl. Und scharf heißt immer, dass die so richtig dunkel werden. Scharf heißt mit hoher Hitze, ne? Okay. Oh, also das ist jetzt schön... Zwiebeln und Paprika dazu, ne? Und dann ist Gewürz. 150 Gramm Eiweiß. Ist das ab? Wasser rein, Eiweiß rein. 120, 150 also. Und dann kommt noch der Reis drauf. Ah, und dann wird es gegart. Jetzt kommt noch Eiweiß, dann kommen noch die Erbsen. Erbsen! Gehackte Tomaten. Aber es ist passierte Tomaten. Die Brühe. Zu den Erbsen und den schönen scharf gebratenen Paprika und Zwiebeln, die schon gewürzt sind. Und die Agaven, die gesagt, kommt da auch schon rein. Chili brauchen wir noch. Nochmal eine Runde Würze, Gemüsebrühe, Chili und Salz.